Grüß euch und Mahlzeit. Letztes Mal haben wir mitten in den Befragungen eigentlich aufgehört und haben wir heute angesetzt wieder und weitergemacht. Es war diesmal sehr viel erfolgreicher als beim letzten Mal. Es wurden die zwei Verdächtigen weiter befragt. Das heißt, Priamos und Tahu wurden befragt. Sie sind dann irgendwann einmal mit der Wahrheit rausgerückt, dass eben ja, sie Sachen kopiert haben, die illegal sind und hier einfach ihr Geld damit gemacht haben. Sie haben auch nicht von sich aus gehandelt, sondern sie haben einen recht anonymen Kontakt mal gehabt. Er hat sich nur der Sammler genannt. Sie haben die Schriftwerke, die sie kopiert haben, bei einem toten Briefkasten hinterlegt, dort wurde es abgeholt und sie haben nachher dann das Geld bekommen durch einen Boten, dass jedes Mal ein anderer war, meistens waren es ziemliche Kinder. Und so haben sie einfach sich was dazu verdient. Sie wollten eben, dass Con mitmacht. Con war einfach gut in dem, was er getan hat. Der wollte aber nicht und hat damit gedroht, sie bei ihrem Meister, beim Balam oder bei der Stadtwache oder beides anzuzeigen. Sie haben ihn dann eben gedroht. Und haben dann im Endeffekt ihre Drohung eben, haben die in Wirklichkeit versetzt und haben ihn dann getötet und wollten eben, haben ihm auch gedroht, dass sie das alles so einrichten, dass Schande über seine Familie kommt und deswegen haben sie ihn dann eben nicht einfach nur verschwinden lassen, sondern sie haben ihn aufgehängt bei seinem Dorf. Sie haben das Ganze so gemacht. Sie sind, nachdem Con immer zu Fuß eben von der Hauptstadt eben nach Brückbach gegangen ist, haben sie zuerst den dritten männlichen Schreiber betrunken gemacht, was sie sonst immer gemacht haben am Wochenende, eben, dass sie eben nach der Arbeit dann was trinken gehen, haben sie jetzt den neuen mitgenommen, den haben sie betrunken gemacht, er hat von nichts mehr gewusst und sie sind dann mit einem Wagen sind sie dann dem Con nachgefahren, haben ihn dann am Weg geschnappt, bewusstlos geschlagen und haben ihn dann eben aufgehängt. Genau, das war die Sache. Sie haben ihn dann an die Stadtwache gegeben, die beiden, und haben dann noch einmal übernachtet und haben dann am nächsten Morgen, nachdem sie festgestellt haben, okay, die sind noch nicht verhört worden, die sind noch immer eingekehrt und die werden wahrscheinlich jetzt erstmal eine Woche da drinnen bleiben, bevor sie irgendwann mal befragt werden. Also es dauert, sie warten die Verhandlung nicht mehr ab, sondern machen ihren Job weiter, was sie ja eigentlich hatten, und fahren jetzt eben zu diesem Druiden-Dorf beim großen Menhirwald, um da eben Forschungen anzustellen, ob das irgendwas mit den Segnungen auf sich hatte von dem Feld, das eh jährlich gemacht wird, aber jetzt war es eben verdorben. Sie sind dann aufgebrochen, sie haben dann noch einmal, sie sind zurück nach Brückbach, weil das Pferd von Goku noch abgegeben werden musste, haben das Pferd dann abgegeben, haben dann nochmal übernachtet und sind dann am Vormittag aufgebrochen Richtung Menhirwald, wo ist eine Straße durch, und ja, die Straße haben sie angeschlagen, es ist nicht viel passiert, sie sind zu Fuß unterwegs gewesen. Und wie sie dann im Menhirwald schon so 2 Stunden gegangen sind oder sowas, hat Goku vom Weg aus wie einen Pfad gesehen, der abgegangen ist in den Wald hinein, hat da gesehen, wie es da so Blätter aufwirbelt und sich da so ein Pfad bildet. Tiefer im dunklen Wald drinnen hat er ein grün glühendes Kugelgebilde gesehen, das rumgehupft ist. Die anderen haben es nicht gesehen und er hat sich davon irgendwie so angezogen gefühlt. Goku ist jetzt kein Magieanwender, aber er hat es mit einem guten Gefühl und einem vertrauten Gefühl beschrieben und ist da jetzt einfach mal abgebogen in den Wald hinein. Die anderen haben noch anfangs versucht abzuhalten davon.
Nachdem er immer mehr Speed bekommen hat und dann schon zum Laufen begonnen hat, haben sie ihn einfach gelassen und haben ihn einfach in den Wald hineinlaufen lassen, haben beschlossen, okay, wir gehen jetzt wieder zurück und sind wieder zurück auf den Weg gegangen und sie wollten übernachten in einer Taverne, die auf einer Wegkreuzung steht, die nach dem Menhirwald kommt, nach diesem Durchgang. Und das war der nächste Punkt, wo sie eben dann übernachten wollten. Von dort wollten sie dann weiter zu den Druiden. Haben dann Goku einfach in den Wald gehen lassen und sind selbstverständlich weitergegangen. Und dann haben sie zwei sehr verschiedene Geschichten erlebt. Goku ist dem Weg gefolgt. Und es sind immer wieder, es war einfach ein sehr schöner Weg. Es ist immer wieder so Blütenblätter hinuntergeregnet. Es war ein sehr idyllischer Waldlauf, also er ist ja nicht gelaufen, bis er nach einer halben Stunde ungefähr dann auf eine kleine Lichtung hinauskam. Auf dieser Lichtung war eine Statue einer Faust, die eine zehneckige Plattform, auf einer zehneckigen Plattform gestanden ist. Auf dieser Plattform waren lauter eingelassene Hände, also Handabdrücke quasi. Und auf jeder dieser 10 Seiten waren verschiedene Bilder. Es war zum Beispiel ein Bild von einem Händel, wo ein Herz drauf gemalt war. Es war ein Bild von einem Haufen Kohlen. Es war Eierschalen, es war eine Spinne. Es war ein Auge mit blauen Wimpern. Verschiedene, teils abstrakte Bilder auf dieser Statuette, auf dieser Lichtung. Sonst war noch ein kleines auf einer Plattform stehendes Gebäude, also so einen Meter über dem Boden ungefähr, war wie so eine kleine Pagode, hat das ausgesehen. Goku hat es dann auch gleich durchsucht. Er hat verschiedene, ein Bett gefunden, Regale gefunden, weil es sehr verstaubt. Er hat dann die Kerzen drin angezündet, weil es inzwischen eigentlich schon recht finster war. Er hat eine kleine Kiste gefunden mit 9 Handschuhen aus verschiedenen Materialien. Er hat aus einem Leder hat einen gefunden, aus einem weichen, aus Wolle, aus Seide, aus Schlangenleder, aus einem Stoff, der von Blut getropft hat. Ein Panzerhandschuh war dabei, also es waren 9 verschiedene Materialien. Ansonsten war auf der Lichtung auch noch ein kleiner Bach, der aus einem Hügel hinauskam. Vor diesem Hügel lag eine große behauene Steinkugel mit so Wellenmustern drauf. Die so halb in dem Hügel drinnen war. Genau, das war das Setting. Und Goku hat dann versucht, einmal hier zu interagieren. Er hat einmal seine Hand einfach in diese Handabdrücke hineingelegt, woraufhin sich aus dieser Steinfaust heraus eine ähnlich aussehende große Hand herausbewegt hat. Sie hat so magisch, typisch magisch blau durchsichtig geleuchtet, die man dann verpasst hat. Und er hat nachher dann versucht, er hat dann einen Handschuh angezogen, hat zum Beispiel den aus Seide genommen, hat den der Spinne draufgelegt, weil sich gedacht hat, okay, ja, Spinnenseide, das funktioniert vielleicht, das war genau dasselbe. Outcome dann wieder, er hat wieder eine verpasst bekommen von seiner magischen Hand. Er hat das dann noch 3-mal versucht, bis er es aufgegeben hat. Und dann sind wir wieder rüber gewechselt zu der anderen Gruppe, die inzwischen, Goku hat nämlich auch 2 Stunden meditiert, also ist einige Zeit vergangen. Die andere Gruppe ist dann weitergegangen, war dann schon fast beim Ausgang des Menhirwalds durch diesen Gang und hat dann plötzlich aus dem Wald heraus weinende Kinder gehört. Die sind natürlich sehr sofort suspekt vorgekommen und haben dann sich aber doch entschlossen, nachdem sie ja Helden sind, sie müssen ihnen nachgehen und weinende Kinder kann man nicht einfach weinende Kinder sein lassen, und sind dann so ungefähr so 30 Meter in den Wald hinein
Auch hier war wieder eine Lichtung. Auf der Lichtung stand eine alte, dicke, aber abgestorbene Eiche. Und hat keine Blätter mehr. Es hat der Blitz einmal eingeschlagen. Und also eine kleine Lichtung. Und an dieser zentralen Eichenstamm waren 5 Mädchen angebunden, die geweint haben und geschluckt haben. Avarin hat dann eine Botschaft gesendet an eines der Kinder, was hier passiert ist, und das Kind hatte nur zurückgeflüstert, dass der Grobbelmann sie holen kommt und sie sollen wieder gehen, sie wollen hier bleiben. Und die beiden haben dann ja, versucht, mit den Mädchen zu diskutieren, und sie versuchen davon zu überzeugen, dass sie hier weggehen, aber sie haben dann gesagt, nein, der Krogelmann, der kommt sie holen, und sie müssen hier bleiben, weil wenn sie der Krogelmann nicht holt, dann holt der Krogelmann die komplette Familie von ihnen, und deswegen müssen sie hier sein und auf ihn warten. Hat ihnen herausgestellt, sie wurden nicht angebunden, sie haben sich selbst angebunden an diesen Stamm. Und ja, also die Kinder haben die ganze Zeit geschlucht und haben die ganze Zeit gesagt, dass sie weggehen sollen. Und sie wollen hier alleine sein und sie warten auf den Krogelmann. Ja, die anderen 3 haben dann gesagt, nein, sie können die Kinder nicht hier allein lassen, und begonnen sie das Seil durchzuschneiden. Die Kinder haben sich versucht wieder anzubinden. Währenddessen haben sie brechendes Holz gehört, tiefer aus dem Wald herauskommen, näher kommen. Die ganze Szene war sehr intens. Sie haben dann ja, dieses Seil durchgeschnitten, haben dann begonnen, die Kinder wegzuziehen von dem Stamm. Sind immer wieder die Kinder hingelaufen, sich versucht anzubinden an diesen Stamm. Es kam immer mehr lauteres Brechen von Holz aus dem Wald heraus auf sie zu, bis schließlich dann ein Stamm auf die Lichtung gefallen ist. Eines der Kinder hat sich dann losgerissen, zum Waldrand hingelaufen, aber ihn hat dann einen Befehl gesprochen und hat das Kind dazu gezwungen, wieder zurückzukommen. Das hat einfach nur geheult und wollte eben zu Grogelmann, wurde aber gezwungen, eben sich zu retten. Und dann hat sich das Geräusch rasch wieder entfernt. Die 3 Helden, die hier waren, haben dann die Kinder geschnappt, zur Straße hingezogen. Die haben geheult, haben gesagt, ja, dass sie jetzt ihre Familien, der Krogelmann holt jetzt ihre Familien. Und ja, die Helden haben dann herausgefunden, dass die Mädchen aus einem Dorf stammen, Dornfurt. Und das ist auch am Ausgang des Menhirwalds. Nicht ganz in der Richtung der Taverne, aber ein bisschen abseits, und haben sich dann dorthin dann aufgemacht. Und ja, der Weg hat auch noch hin 2 Stunden gedauert. Währenddessen hat Goku in seiner idyllischen kleinen Lichtung weiter meditiert, hat sich abwatschen lassen von der magischen Hand. Und ja, die 3 Helden haben dann die Kinder zu dem Dorf hin begleitet. Es war dann schon 11, halb 12 in der Nacht. Und wie sie dann eben dorthin kamen, haben sie nur mehr verbrannte Ruinen vorgefunden. Die Gebäude waren komplett abgerissen. Teilweise haben noch Feuer gebrannt, Häuser haben gebrannt, es waren Leichen auf den Straßen verteilt. Es war ein komplettes 150-Seelendorf, ja, das jetzt komplett ausgelöscht wurde. Ob das zusammenhängt mit der Rettung der Kinder, das wissen sie noch nicht. Die Kinder haben nach ihren Eltern gesucht, die sie nicht mehr gefunden haben, vor allem nicht mehr lebend und nicht mehr in einem Stück. Die 3 Helden haben sie dann von diesem Schlachtfeld dann
weggezogen, sind runter zum See gegangen und haben dort ein Lager aufgeschlagen, um dort gleich mal zu übernachten. Haben noch Körperteile beseitigt, die irgendwie auf dem Weg lagen. Und ja, da haben wir dann aufgehört. Ziemliches Kontrastprogramm war es mit dieser Psycho-Thriller-Aktion auf der einen Seite des Waldes und auf der anderen Seite das idyllische, idyllische Watschentanz. Ja, ich bin selber schon gespannt, wie sie weitermachen werden, was sie mit den Kindern machen werden. Und ja, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Grüß euch.